Ich bin Test-User geworden, einer der frühen zum Personalausweis. Das heißt, ich konnte ihn schon anfassen und ich konnte ihn sogar schon benutzen, weil ich auch ein Kartenlesegerät dazu bekommen habe. Die ersten Anwendungen, die ich getestet habe, war einmal ein Einkauf auf der Fujitsu-Plattform. Ich habe mir eine Maus gekauft. Das war das Erste, was ich durchgeführt habe. Das Nächste war, dass ich versucht habe, an meine Rentendaten ranzukommen. Das hat leider nicht ganz so 100% funktioniert. Eine Versicherung wollte ich dann auch nicht unbedingt abschließen. Insofern habe ich dann nicht mehr weiter getestet. Das richtig toll Neue an dem Personalausweis ist, dass da eine Identifikationsnummer drin ist, die auch maschinell gelesen kann, also von dem Lesegerät. Ich kann durch PIN-Freigabe diese Identifikationsnummer entsprechend in die Anwendung eingeben, mit der ich gerade arbeite. Wenn ich also am Bildschirm sitze und bestelle etwas, dann möchte ich natürlich auf der einen Seite sicher sein, dass ich eine vertrauenswürdige Anwendung vor mir habe. Auf der anderen Seite ist sicherlich der, der mit mir das Geschäft abschließen möchte, daran interessiert, mit mir als vertrauenswürdiger Person zu agieren. So typische Anwendungen sehe ich bei Banken und Versicherungen, wenn sie Verträge schon übers Internet abschließen wollen. Bisher ist das so, sie müssen Formulare ausfüllen, müssen das ausdrucken, müssen ein Postident-Verfahren mitmachen. Das kann jetzt komplett über den neuen Personalausweis entfallen, wenn der Bürger ihn entsprechend in der Hand hat. Also das Wesentliche des Personalausweises ist, dass das Vertrauen auf elektronischem Wege ausgetauscht werden kann. So brauche ich dann nicht mehr vor Ort zu sein oder meine Unterschrift manuell zu geben, sondern gebe über die Karte die Identifikation preis. Ja, als der Personalausweis eingeführt worden ist, war es sicherlich natürlich durch die Polizei wichtig, sich ausweisen zu können, aber auch da war das Vertrauen gegeben. Wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, man kannte sich nicht, hat man die Personalausweise getauscht und hat dann gesehen, okay, ich kann das Vertrauen haben, dass ich mit der Person mich getroffen habe, die er vorher gab, zu sein. Gerade im Fall der Globalisierung ist es ganz wichtig, dass man nicht mehr sich treffen muss, sondern die Vertrauenswürdigkeit elektronisch austauscht. Da hilft der Personalausweis ganz immens. Das heißt, Interoperabilität mit den anderen europäischen Ländern ist noch nicht richtig gegeben. Hier wird nochmal eine Plattform zwischengeschaltet. Aktuell wird die Plattform Stork gebaut und getestet. Ich werde jedenfalls persönlich einen der ersten Personalausweise haben. Ich habe schon meinen alten seit einem Jahr nicht mehr bestellt. Ich habe meinen Reisepass, mit dem ich mich ausweise und warte jetzt direkt auf den neuen Personalausweis. Das heißt, sobald der Personalausweis am 1.11. da ist, werde ich ihn hoffentlich schon in der Hand halten. Insbesondere auch mit dem IT-Sicherheitspaket, das gefördert wird vom Staat, um entsprechend günstiger an das Kartenlesegerät heranzukommen, das auch die elektronische Signatur zusätzlich noch unterstützt.